Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, wo du alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik erfährst. Mein Name ist Horst und in diesem Video habe ich mal alle relevanten Änderungen des neuen Bußgeldkatalogs 2020 für Lkw über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zusammengefasst, damit ihr wisst, worauf ihr in Zukunft besonders achten müsst. Vorab noch ein kurzer Disclaimer. Obwohl ich alle Änderungen gewissenhaft recherchiert habe, insbesondere da ich selbst in einer Spedition arbeite, kann ich natürlich keine Gewähr für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben geben. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Zunächst einmal die gute Nachricht. Gegenüber den Autofahrern hat es die Lkw-Fahrer bei der Geschwindigkeitsüberschreitung vergleichsweise glimpflich erwischt. Ich blende mal eine Tabelle mit den Bußgeldern des neuen Katalogs ein und markiere die Änderungen zum alten Katalog. Wie ihr seht, gibt es nur eine relevante Änderung. Die allerdings hat es leider in sich. Denn genau wie die Pkw-Fahrer verlieren auch Berufskraftfahrer ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts für 4 Wochen ihren Führerschein. Ansonsten ist der Bußgeldkatalog im Vergleich zum Vorjahr jedoch für Lkw-Fahrer gleich geblieben, was an den eh schon hohen Bußgeldern liegen mag. Leider war das jedoch nicht die einzigste Änderung im Bußgeldkatalog 2020 für Lkw-Fahrer, denn da hätten wir noch den Mindestabstand für das Überholen von Radfahrern und Fußgängern. Dieser gilt, nur am Rande erwähnt, genauso für Pkw-Fahrer. Der Mindestabstand ist nun definiert und beträgt 1,5 Meter innerorts und 2 Meter außerorts. Bisher hatte die Straßenverkehrsordnung nur einen ausreichenden Abstand vorgeschrieben, was auch immer das heißen mag. Verstöße hiergegen werden mit 70 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Dann wäre da noch die neue Regelung für das Rechtsabbiegen innerhalb geschlossener Ortschaften für Lkw-Fahrer. Um nämlich vor allen Dingen Fahrradfahrer zu schützen, darf ab sofort beim Rechtsabbiegen nur noch Schrittgeschwindigkeit innerorts gefahren werden. Wenn ihr also zu schnell um die Kurve fahrt, wird hier auch wieder ein Bußgeld von 70 Euro fällig und ihr haltet ebenfalls einen Punkt im Fahreignungsregister. Weiter geht's mit der Rettungsgasse. Denn für die Nichtbildung einer Rettungsgasse, zum Beispiel im Falle eines Staus oder Unfalls, ist ein Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie ein Monat Fahrverbot und darüber hinaus noch 2 Punkte in Flensburg fällig. Und zu guter Letzt gibt es eine Verschärfung, wenn auf Geh- oder Radwegen geparkt wird. Aber auch das Parken und Halten in zweiter Reihe wird jetzt deutlich härter bestraft und wir alle wissen, dass Lkw-Fahrer hier stark betroffen sein werden. Hier wurde nämlich das Bußgeld von 15 Euro auf bis zu satte 110 Euro erhöht. Darüber hinaus gibt es einen Punkt, wenn durch das Halten ein anderer Verkehrsteilnehmer behindert wurde. Und damit haben wir auch schon alle Änderungen im Bußgeldkatalog 2020 besprochen. Mich würde nun an dieser Stelle interessieren, was ihr von den Änderungen haltet. Begrüßt ihr sie zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer? Oder findet ihr die Änderung übertrieben? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über ein Abo und einen Daumen nach oben. Nun wünsche ich euch noch eine gute Fahrt, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.